Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler66, Stunde der Wahrheit. Meine Fresse, wie oft ich das schon gesagt habe in den letzten paar Jahren. Jedes Mal wieder verwelkommen, spreche ich schon flämisch hier, heiße ich die Zuschauer herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und jedes Mal tische ich wieder irgendwas auf, was ich gefunden habe, was ich finde, was so unglaublich wichtig ist, was dann leider nur sehr wenige Leute schauen. Kann man nichts machen. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, oder wie heißt es so schön in der Bibel? Wir haben die Serie Moderne Kriege gemacht, oder machen sie noch. Der Marius, der unser Schnelluntersucher während der Sendung ist, der Gerald, der Tiefenuntersucher vor den Sendungen ist, und ich, der meistens der Vorleser in den Sendungen ist. Und wir sind über diese moderne Kriege so unerwartet, wie es nur kann, gestolpert auf den Stundismus, was im Grunde der Protestantismus in Russland ist. Eine Sache, mit der ich mich nie vorher beschäftigt habe, auch nie drüber nachgedacht habe. Und jetzt auf einmal ist das so wichtig, ganz sicher im Licht des Ukraine-Krieges, der heutzutage stattfindet. Ich meine, wir gucken immer nur in eine Seite. Ich habe immer nur in den Westen geguckt und ich glaube, die meisten meiner christlichen Brüder auch. Und Russland ist uns nie so in den Sinn gekommen. Da herrscht auch die katholische Kirche, ja, aber es ist ja nicht die römisch-katholische Kirche. Ja, die Botschaft von Fatima war wichtig, aber was passiert da? Naja, das sehen wir jetzt im Augenblick mit den modernen Kriegen. Aber interessant ist, wenn wir dieses Buch lesen, das Evangelium in Russland, dass wir gleich auf den ersten Seiten damit konfrontiert werden, dass der Protestantismus Ende des 17. Jahrhunderts ausgewandert ist, auch also aus Frankreich ausgewandert ist, unter anderem auch nach Russland und da Wurzeln geschlagen hat. Und wie das immer so ist, Protestantismus, der einmal Wurzeln schlägt, der ist nicht mehr auszurotten. Ja, er kann kleingebekommen bekommen werden. Das ist in Deutschland auch geglückt. Der 30-jährige Krieg, der zweite 30-jährige Krieg im 20. Jahrhundert und heutzutage mit Ökumene und allem drum und dran, da sind nicht mehr viele Protestanten über. Aber es gibt ja Leute wie Marius und Gerald und mich und auch einige Leute, die uns folgen, die ebenso an der Wahrheit festhalten, weil das eben nur das ist, was das Leben wert macht oder lebenswert macht. Nun setze ich mich hier heute Abend um 21:45 hin, schon ganz schön spät, und dachte, ich muss mal den ersten Anfang machen von diesem wunderbaren Buch, über das wir halt gestolpert sind während der Untersuchung, oder Gerald gestolpert ist während der Untersuchung zu den modernen Kriegen, über den Stundismus, das Evangelium in Russland. Und ich habe da schon einige Seiten von gelesen, schon eine Weile her, und ich lese im Augenblick, ich glaube, ich habe sie gar nicht gezählt, aber sicher 7, 8 Bücher parallel, Deutsch, Englisch. Und da kann man nicht alles behalten. Also ich habe es die ersten paar Seiten zwar schon gelesen, aber deswegen ist es nicht trotzdem nicht so sehr verinnerlicht. Aber ich dachte mir, ich möchte jetzt, nachdem ich die Priestervergötzung und Volksgemeinschaft auf dem Rheindeutschen Kanal gelesen habe, möchte ich jetzt dieses kleine Buch lesen, bevor ich dann später in den Kosmologiekonflikt gehe, den die Renate mir ja auch übersetzt hat und das Buch, das ich editiert habe. Der Protestantismus in Russland. Ich fange einfach mal an. Das ist das PDF und das ist der Umschlag davon. Also der Umschlag, wie hier im PDF ist. Ob es das Buch auch wirklich noch in gedruckter Form heutzutage gibt, weiß ich nicht. Das ist ja eine Flugschrift des Evangelischen Bundes. Und das ist herausgegeben hier in 1901, das Evangelium in Russland von Dr. Josef Girgensohn. Ein sehr interessantes Buch, wie gesagt. Und ich möchte mich gar nicht groß mit Einleitungen und allem beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir in das Buch gehen. Ich habe mich entschlossen, das Buch vor der Kamera zu lesen, so wie ich es jetzt mache. Aber da es ziemlich klein geschrieben ist und die Seiten, wie ihr seht, hier gegenüber liegen, habe ich mich dafür entschieden, das Vollschirm zu gebrauchen. So können dann die meisten auch noch mitlesen. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Und ansonsten werde ich zwischendurch vielleicht mal hier und da ein kleines Bild einblenden. Wie auch immer, legen wir einfach mal los.
Das Evangelium in Russland hat 19 PDF-Seiten mal zwei bedruckt, also rund 40 Seiten in diesem originalen Heftchen. Natürlich so eine Seite wie jedes Grüne mal abgezogen, wo hier Eigenreklame gemacht wird über Flugschriften des Evangelischen Bundes. Und die Redaktion überlässt die Verantwortung für alle mit Namen erscheinenden Schriften den Herren Verfassern. Also die waschen ihre Hände in Unschuld, wollen keine Urheberrechts- oder sonstige Probleme haben. Uns ist es egal, wir lesen hier von Dr. Josef Girgensohn die russische Kirche im ersten Kapitel. Als vor mehr als 200 Jahren Ludwig der 14., wir sprechen hier über König Ludwig den 14. aus Frankreich, den sogenannten Sonnenkönig, als dieser König Ludwig der 14. vor mehr als 200 Jahren seine eigenen Untertanen wegen ihrer Treue im evangelischen Glauben verfolgte und des Vaterlandes beraubte, fanden viele von den Flüchtlingen außer in Brandenburg auch in Russland eine gern eröffnete Fluchtstätte. Hier nochmal einen kurzen Kommentar dazu. König Ludwig der 14. war der König, der das Edikt von Nantes widerrufen hatte. Wir müssen hier mal kurz in die Bilder reingehen. Entschuldigt, ich habe nicht alles vorbereitet. Das kann ja auch nicht immer. Aber das Edikt von Nantes wurde ja ausgesprochen Ende des 16. Jahrhunderts. Hier haben wir ein Papier darüber. Ja, République française. Edit de Nantes 1598 durch Henry IV. Wurde es ausgerufen. Und das war eine Folge des Bartholomäus-Massakers 1572, wo 50.000 Hugenotten in einer Nacht abgeschlachtet wurden, also bibelgläubige Christen in Frankreich, und im Laufe der Zeit, der Wochen danach, noch mehr, noch viel mehr als die 50.000. Dann hat dieser Heinrich der Vierte 1598 das Edikt von Nantes erlassen, in dem er diesen Protestanten, den bibelgläubigen Christen in Frankreich, Religionsfreiheit gewährte. Und eben dieser König Ludwig der 14., da habe ich auch ein Bild von, hat eben dieses Edikt widerrufen. Das Bild habe ich euch schon mehrmals gezeigt in anderen Videos, weil er als Beichtvater einen Jesuiten hatte, den de la Chaise. Und er hat schwere Sünden begangen und der Beichtvater hat gesagt, ich kann dich von diesen Sünden nicht freisprechen, außer. Und damit hat er ihn erpresst und hat gesagt, außer du nimmst das Edikt von Nantes zurück. Und daraufhin, also knapp 90 Jahre später, nachdem es erlassen wurde, König Ludwig der 14. das Edikt von Nantes widerrufen, hat es, also übrigens gibt es auch noch eine Gedenktafel von hier. Ja. Muss man sich mal vorstellen. Ja, gibt es in Frankreich eine Gedenktafel und kein Mensch, den es interessiert. Hat das Edikt widerrufen und hat damit im Grunde die Protestanten in Frankreich vogelfrei erklärt, also mit anderen Worten zum Abschuss freigegeben. Ja? Mit Entrüstung, sagt der Autor weiterhin, sprach sich der Fürst Galizin, einer der vornehmsten Räte der russischen Regierung, über die Grausamkeit des allerchristlichsten Königs aus. Allerchristlichst ist natürlich katholisch gemeint, ne? Ludwig der 14. war ja nie ein Christ, er war immer Katholiker. Und Katholizismus ist kein Christentum. Er sagte, der König von Frankreich habe das Licht verlassen und die Finsternis erwählt, den christlichen Kaiser angefallen und des Türken Partei genommen. Das Manifest des Zaren Iwan und Peter vom 21. Januar 1689, der sogenannte Pass für die Hugenotten, verkündet ihnen Aufnahme und Schutz der religiösen Überzeugung im Russischen Reich. Eine große Anzahl der Refugis, also wie heute Refugees, ist der Einladung gefolgt und hat in Moskau und anderen Städten Russlands eine neue Heimat gefunden. Nun, die Hugenotten, wie gesagt, wurden in der St. Bartholomäusnacht ja ermordet. Dann sind sie auch aus Frankreich ausgewandert zur Zeit, wo das Edikt von Nantes widerrufen wurde durch König Ludwig den 14., was wir hier gerade lesen. Und die sind in die ganzen umliegenden Länder gegangen. Also umliegend von Frankreich sind hauptsächlich England, Niederlande. Bei Belgien gab es damals noch nicht, das waren noch Niederlande.
Und Deutschland. Das sind die hauptsächlichen Länder, wo die hingehen. Okay, Italien ist da auch ein Land von, Spanien ist auch ein Land von, aber nach Spanien gehen, das ist ja Selbstmord, weil das ist ja schon immer so urkatholisch gewesen. Das hilft ja nicht. Italien hilft auch nicht. Deutschland war noch sehr protestantisch zu dem Zeitpunkt. Russland eben auch. Und sie sind von da eben weitergegangen. Nur das ist die Geschichte, die man dahinter verstehen muss. Als das Edikt von Nantes eingezogen wurde, haben die Franzosen im Laufe der nächsten Jahre rund 1 Million Einwohner verloren. Und viele von diesen Einwohnern, von diesen Hugenotten, gingen auch nach Amerika, über Niederlande hauptsächlich, über Schiffe, ausgeschifft nach Amerika. Und wir wissen das zum Beispiel aus dem Buch Herrscher des Bösen, Tapper Saucy, der ja, wie sein Botanikprofessor ihm erzählte, auch einen hugenottischen Namen trägt. Und der eben dann mit seinem Vater gesprochen hatte und auf einmal der Vater ihm erklärte von, ja, wir haben Vorfahren aus Frankreich, wir sind Hugenotten ursprünglich. Und deswegen hat er sich ja angefangen für die Jesuiten zu interessieren in dem Buch Herrscher des Bösen. Interessant natürlich, wie das alles so zusammenhängt. Also wir sprechen jetzt gerade eben über die Rückziehung, über wie sagt man das nochmal? Also die Abschaffung des Edikts von Nantes und die Folgen davon. Und die Leute sind dann halt hier, die Hugenotten sind nach Brandenburg gegangen und auch in Russland sind sie angekommen. Zu der Zeit sind sie noch nach Russland geflohen, als Protestanten. Später sind ihnen die Katholiken gefolgt in der Form von Jesuiten, aber das ist erst 100 Jahre später. Das Manifest des Zaren Iwan und Peter vom 21. Januar 1689, der sogenannte Pass für die Hugenotten, also direkt nachdem das Edikt von Nantes abgeschafft wurde, verkündet ihnen Aufnahme oder erlaubt ihnen Aufnahme und Schutz der religiösen Überzeugung im Russischen Reich. Eine große Anzahl dieser Flüchtlinge ist der Einladung gefolgt und hat in Moskau und anderen Städten Russlands eine neue Heimat gefunden. Seitdem ist Russland in so manchen Dingen fortgeschritten, in der Toleranz aber nicht. Noch immer enthält die vollständige Sammlung der Gesetze arge Strafen für den Austritt aus der Staatskirche, ja, also Staat und Kirche sind eins, ja, ist ein Kirchenstaat, für das Taufen von Kindern aus gemischten Ehen nach einem anderen als dem griechisch-orthodoxen Ritus. Ein Beispiel, Zitat. Eltern, welche durch das Gesetz verpflichtet sind, ihre Kinder in der Lehre der orthodoxen Kirche zu erziehen, aber nach dem Ritus eines anderen christlichen Bekenntnisses dieselben taufen oder ihnen die übrigen Sakramente erteilen und sie erziehen lassen, werden hierfür verurteilt zur Gefängnishaft von 1 bis 2 Jahren. Ja? Es ist verboten, um die Einsegnung von Mischehen ausschließlich nach andersgläubigen Ritus auch nur einzukommen. Bei solcher Einsegnung ohne besondere Erlaubnis beteiligte protestantische Geistliche unterliegen einer Geldstrafe oder zeitweiliger Entfernung vom Amte auf 2 bis 6 Monate oder sogar der Amtsentsetzung, also Amtsenthebung. Wer darum weiß, dass seine Frau oder Kinder beabsichtigen, von dem orthodoxen Glaubensbekenntnis abzufallen, sich jedoch nicht bestrebt, sie von diesem Vorhaben abzubringen und durchaus seine gesetzlich von ihm abhängenden Maßregeln ergreift, keine, Entschuldigung, und durchaus keine gesetzlich von ihm abhängenden Maßregeln ergreift, um die Ausführung desselben zu hindern, wird hierfür verurteilt zum Arreste von 3 Tagen bis zu 3 Monaten. Wer in einer Predigt oder in einer Schrift sich bestrebt, Glieder der orthodoxen Kirche zum Übertritt zu einem anderen, wenn auch christlichen, Glaubensbekenntnis zu verleiten, unterliegt hierfür das erste Mal der Entziehung einiger besonderen Rechte und der Einsperrung im Korrektionshause auf eine Zeit von 1 bis 2 Jahren. Das zweite Mal der Festungsstrafe auf eine Zeit von 4 bis 6 Jahren. Das dritte Mal aber wird er verurteilt zur Entziehung aller besonderen ihm persönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und zur lebenslänglichen Verweisung nach Tobolsk oder Tomsk mit Gefängnisstrafe von 1 bis 2 Jahren. Ich schätze mal, Tobolsk und Tomsk liegt irgendwo in Sibirien. Für das Verführen zum Übertritte von dem Orthodoxen zu einem anderen christlichen Glaubensbekenntnis wird der Schuldige verurteilt zur Entziehung
der Standesrechte, zur Verbannung nach Tobolsk oder Tomsk und zur Rutenstrafe und 1 oder 2 Jahren Zuchthaus. Ende Zitat. Also eine ganze Menge Strafen, wie man sieht. Und jetzt kann man sagen von ja, aber das ist ja nicht so schlimm wie die Inquisition in der römisch-katholischen Kirche. Naja, das hängt davon ab, ob die Inquisition oder wie die Inquisition in Russland überhaupt Einzug gehalten hat. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber die Inquisition ist ja nun mal eine Institution der römisch-katholischen Kirche, nicht der östlichen katholischen Kirche. Aber der Fehler, den sie machen, ist überall das gleiche, weil es steht hier auch, schriftlichen Glaubensbekenntnis zu einem anderen, auch christlichen Glaubensbekenntnis. Ja? Die katholische Kirche ist zweierlei. Einerseits haben wir die westliche römisch-katholische Kirche und andererseits haben wir die östliche griechisch-orthodoxe oder russisch-orthodoxe Kirche, die sogenannte orthodoxe nach dem Schisma 1054, wo die sich geteilt haben. Aber beide sind katholisch. Und katholisch ist nun mal nicht christlich. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir diese Dinge lesen. Aus Sicht der Kirche natürlich wohl. Die nennen sich christlich. Die haben aber auch beide denselben Ursprung. Ost und West ist wurscht. Es ist beides katholisch. Und katholisch ist antichristlich. Ja. Nur insofern, fährt der Autor fort, kann in Russland von Freiheit des Bekenntnisses die Rede sein, als ein Evangelischer nicht gezwungen wird, seinen Glauben abzulegen, wenigstens nur in beschränktem Maße. Ist ein russischer Untertan von einem griechischen Popen getauft, so darf er nie aus seiner Kirche austreten und seiner Überzeugung folgend etwa in die lutherische Kirchengemeinschaft übergehen. Es stehen nicht nur hohe Strafen auf solchem Abfall, sondern der evangelisch Gesinnte muss zwangsweise sich wieder der griechischen Kirche anschließen. Mancher rechtgläubige und vaterländisch gesinnte Russe hat diesen Zwang zur Heuchelei tief und schmerzlich empfunden. Der berühmte Journalist und fanatische Patriot Iwan Sergejewitsch Aksakow äußert sich über diese Zustände folgendermaßen: Zitat: Die staatliche Fürsorge hinsichtlich des rechten Glaubens, also des katholischen, die staatliche Fürsorge hinsichtlich des rechten Glaubens begegnet dem Russen beinahe von seiner Geburt an. Sie verlässt ihn sein ganzes Leben nicht und geleitet ihn bis an das Grab. Kaum hat das Kind sein siebentes Lebensjahr erreicht, wird es sogleich wie bei der Taufe zum Gegenstande rechtgläubiger Sorge und der Staatsgewalt. Der Band 14 der Reichsgesetze verpflichtet die Eltern, Kinder beiderlei Geschlechts vom siebenten Jahre ab alljährlich zur Beichte zu bringen, und zwar unter Strafandrohung, wobei die Aufsicht über die Erfüllung dieser heiligen Pflicht der Zivil- und Militärobrigkeit der Eltern übertragen wird. Dasselbe Gesetz dehnt dann an anderer Stelle diese Verpflichtung auf die Erwachsenen aus. Jeder Rechtgläubige, also Katholische, so lautet die Bestimmung, muss jährlich beichten und das heilige Abendmahl nach christlichem Ritus genießen, sei es zu Ostern, sei es, wie das Polizeistatut nachsichtig zufügt, zu einer anderen Zeit. So wird also, fährt Askasow fort, das Gewissen des russischen Menschen sowohl daheim wie im Dienst beständig durch die Fürsorge der Regierung für seine Rechtgläubigkeit geschützt. In der Kirche erzeugt nur der Geist Leben, der Buchstabe oder die Äußerlichkeit tötet. Bei uns werden, wie ersichtlich, beide Aufgaben vermengt. Soweit zu diesem Zitat. Interessant finde ich hierbei, dass ich gerade gestern ein Buch bekommen habe, das ich bestellt habe, das hier in Belgien nicht geliefert wird. Ich habe es über Amerika kommen lassen, hat mich 50 € gekostet oder sowas. Na, ein bisschen weniger. Tom hat die Steuern bezahlt, der hat es mir geschickt. Das heißt The Secret Confession to the Priest and the Abomination of Prenatal Baptism Exposed von Margaret L. Sheppard. Margaret Sheppard oder L. Sheppard ist eine ehemalige Nonne, die also dem Katholizismus entlaufen ist. Und der Titel dieses Buches heißt also, zumindest der Hauptteil dieses Titels ins Deutsche übersetzt, die geheimen Beichten zu einem Priester. Ja, zu einem Priester, die geheimen Beichten zu einem Priester. Und hier steht auch drin, dass das Konzil von Trent,
das ich ja schon öfter erwähnt habe. Ihr erinnert euch an das Buch Glaube und Kirche von Neuner Roos, das ich an einigen anderen Stellen bereits erwähnt habe, wo man die Beschlüsse des Konzils von Trient nachlesen kann, wo da genau dasselbe drinsteht über die Beichte, ja, in der römisch-katholischen Kirche. Ich meine, wir sprechen hier vom Konzil von Trient, das stattgefunden hat im 16. Jahrhundert. Da war das Schisma zwischen der orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche schon fast 600 Jahre Fakt. Ja. Aber ich probiere das jetzt gerade hier zu sehen, wo das hier steht. Das wird ganz am Anfang hier. Ja. Auf Seite 4 und auf Seite 5. Ich kann euch das zumindest im Englischen vielleicht in der nächsten Sendung mal zeigen, weil ich habe gerade Gerald gefragt, ob er das Buch als PDF besorgen kann. Ich habe es gefunden, aber ich kann immer nur eine Seite davon finden. Warte mal, ich kann ja mal eben das nochmal aufmachen. Ja, das ist ein Video, was ich noch gucken wollte. Mal eben sehen. Ich hatte die Seite jetzt letztens auf. Wo war das hier? Libraries One System. Ne, hier. Das war die Seite. Hier erscheint das Buch und wie gesagt, das ist hier die Titelseite. Warte mal. Live-Video, ne? So kommt das, nicht geplant, ne? Seht ihr hier, The Secrets and Influence of the Roman Catholic Confessional, also so heißt das ganze Buch, ne? Die Geheimen und die Einflüsse der römisch-katholischen Beichte von Mrs. Margaret L. Shepherd, eine konvertierte Nonne aus dem Jahr 1888, zeitgleich also mit dem wunderbaren Buch von Romanismus und die Reformation, das wir gelesen hatten von Henry Gretton Guinness. Und hier sehen wir jetzt die Beschlüsse des Konzils von Trient. Auf der nächsten Seite, hier steht es. So. Ich kann das jetzt hier nicht wortwörtlich übersetzen, während ich das hier lese, aber ich zeige das kurz im Video, so könnt ihr euch das kurz anschauen. Und ich kann hier halt immer nur eine Seite runterladen als PDF, aber Gerald hat gesagt, er kann das dann als ein PDF zusammenstecken, dann können wir das uns anschauen. Und dann werde ich die Renate fragen, dass sie uns das mal übersetzt. Aber hier steht eben genau das, jetzt in Englisch natürlich, weil es ein englisches Buch, genau das, was ich gerade eben vorgelesen habe, über die Beichte in der in der russisch-orthodoxen Kirche, was da festgelegt wird, genau dasselbe steht hier in der römisch-katholischen Kirche. Ja? Hier zum Beispiel Roman Catholic Children. Seht ihr das hier? Roman Catholic, hier unten, wo meine Maus ist. Ja? Roman Catholic Children, as a rule, make their first confession at the age of 7. So, das heißt also, römisch-katholische Kinder als eine Regel machen ihre erste Beichte im Alter von 7 Jahren. Was hatten wir jetzt gerade hier in dem PDF gelesen? Das war noch dasselbe, ne? Der Band 14 der Reichsgesetze verpflichtet die Eltern, Kinder beiderlei Geschlechts vom 7. Jahre ab alljährlich zur Beichte zu bringen. Unter Strafandrohung. Ja, also seht ihr, wie die russisch-orthodoxe Kirche und die römisch-katholische Kirche, in Flämisch sagt man so schön, zwei Handen auf dem Berg sein, ja, zwei Hände auf einem Bauch sind. Also wie die übereinstimmen, selbst in solchen Dingen. Ich meine, und das ist hier in Trient festgelegt, 600 Jahre oder 500 Jahre nach dem Schisma. Ja. Aber man sieht immer wieder, wie die Dinge unglaublich zusammenhängen. Das finde ich also schon mal sehr schön. Und das hilft natürlich auch für euch, wenn wir solche Nachforschungen anstellen, dass man sieht, dass wenn man sich mit dem Katholizismus beschäftigt, dass es im Grunde nicht viel Unterschied macht, ob ich jetzt mit dem östlichen oder westlichen mich beschäftige. Naja, mit dem östlichen haben wir uns außer der modernen Kriege noch nicht viel beschäftigt, ne? So, dann wollen wir mal weiterlesen hier. In Russland ist nur das russische Gewissen unfrei. Darum verkümmert der religiöse Gedanke. Darum bürgert sich der Gräuel der Verödung an heiliger Stätte ein. Der geistige Tod vertritt das geistige Leben. Das Wort, das Geistesschwert, vom Schwert des Staates beseitigt, rostet. Und an der Kirche Schwellen stehen nicht die drohenden Engel Gottes, ihre Aus- und Eingänge bewachend, sondern Gendarmen, Stadtteilsaufseher als Werkzeuge der Staatsgewalt.
Diese Wächter unserer russischen Seelenrettung, diese Wahrer der Dogmen der russischen rechtgläubigen Kirche, diese Beaufsichtiger und Leiter des russischen Gewissens. Ende dieses Zitats. Wenn Herr Pobedonoszew, den haben wir ja bereits besprochen in den modernen Kriegen, den Namen, den ich zu Anfang nicht aussprechen konnte und wo Gerald immer noch Probleme mit hat, das ist der Inquisitor, der Großinquisitor aus Russland gewesen, zur Zeit eben auch der Stundisten. Wenn Herr Pobedonoszew, der bekannte Prokureur des Heiligen Synods, also das Heilige Synod ist eine Gesandtschaft, lasse ich jetzt mal sagen, so eine Abordnung des ganz hoch in der Hierarchie oder höchste in der Hierarchie der katholischen orthodoxen Kirche, ja, und er ist der bekannte Prokureur davon, das heißt, er ist einer der Vorsteher davon, den kannst du also im Grunde vergleichen mit dem, was Papst Benedikt der 16. früher war, der ja, mir fehlt jetzt das richtige katholische Wort dafür, aber der Vorsitzende war der Kongregation für die Glaubenslehre, also die moderne Inquisition. Das war der Pobedonoszew eben in Russland. Ja? Der bekannte Prokureur des Heiligen Synods. Das Heilige Synod ist das, was all die Beschlüsse fasst über die Kirche. Ja? Und das offizielle Russland behaupten, also Pobedonoszew und das offizielle Russland behaupten, dass an der Rewa und Moskwa Gewissensfreiheit herrsche, so verwechseln sie Gewissensfreiheit mit Kultusfreiheit. Erstere gewährt jedermann die Freiheit, aus der Staatskirche auszutreten. Sie besteht, wie bekannt, in Russland nicht. Die letztere, die Kultusfreiheit, ist neuerdings auch stark beschränkt. Zum Beispiel darf in Livland, das ist glaube ich Lettland heute wohl, keine evangelische Kirche gebaut werden, wenn nicht der griechisch-orthodoxe Bischof in Riga seine Erlaubnis dazu gibt. Man fragt unwillkürlich, hat denn noch niemals ein Glied der Staatskirche versucht, sich diesem Drucke zu entziehen? Gibt es denn gar keine evangelischen Strömungen in der griechischen Kirche? Ende Frage. Allerdings wird dieser Druck empfunden und innerlich sind zahlreiche Söhne und Töchter der griechischen Kirche derselben entfremdet. Aber zu einer Reformation, zu einer Befreiung aus dem babylonischen Gefängnis wird es in absehbarer Zeit nicht kommen. Der Hauptgrund ist wohl, dass die griechische Kirche in ihrer besonderen russischen Gestalt auf das Engste mit dem Staat und der Nationalität verknüpft ist. Tausende und Abertausende, die weder von der Kirche noch überhaupt vom Christentum irgendetwas halten, sind fanatische Anhänger der Staatskirche und fanatische Feinde der evangelischen Freiheit, weil diese etwas Westeuropäisches ist. Die evangelischen Strömungen in der russischen Kirche reißen Millionen mit sich fort, wie namentlich die stundistische, aber die große Masse des Volkes bleibt in der alten Kirche. Ja, selbst die evangelisch gesinnten Stundisten werden doch noch immer als Orthodoxe mitgezählt, weil eben aus der Staatskirche niemand austreten kann. So, und das ist natürlich jetzt mal ganz interessant zu verstehen, das ist in der westlichen römisch-katholischen Kirche ganz genau dasselbe. Da kann man nicht austreten. Ich habe gestern noch in einem Video der modernen Kriege, wo es auch darum ging, Staat und Kirche zusammen, hatte ich noch geschrieben, weil es um die Finanzierung ging der Kirchen auch und wie reich die Kirche doch eigentlich ist, habe ich gesagt, ja, als ich meinen ersten Lohnbrief bekommen hatte, damals 1983, bin ich zu meinem Papa gesagt, was ist das denn hier, Kirchensteuer? Und dann hat er mir das erklärt, gesagt, aus dem Verein will ich aber austreten. Ich sage, die sollen nicht noch Geld von mir kriegen. Ich kann da zwar austreten, aber ich bin da nicht offiziell raus aus der Kirche. Ich glaube, die meisten Menschen wissen das überhaupt nicht, aber da muss man sich eben die Dogmen der römisch-katholischen Kirche anschauen. Wenn man einmal in der römisch-katholischen Kirche getauft ist, und ich war nicht in der römisch-katholischen Kirche getauft, ich habe mich damals in der evangelischen Kirche in Blankenese taufen lassen, aber das ist ja der Ökumene wahrscheinlich sowieso alles ein und dieselbe Soße.
Wenn man in der römisch-katholischen Kirche getauft ist, dann kann man dieser Taufe nicht entwenden. Man kann sich nicht enttaufen lassen. Man kann sich dann zwar als wiedergeborener Christ taufen lassen, aber diese Taufe akzeptiert die römisch-katholische Kirche nicht. Du bist immer ein Subjekt der römisch-katholischen Kirche, von dem Augenblick an, wo du getauft wurdest. Und gerade dieses Buch, was ich euch gerade eben gezeigt hatte, hier die Geheimkonfession zu dem Priester von der Margaret L. Sheppard, macht den Punkt auch nochmal deutlich, dass man der römisch-katholischen Kirche nicht entrinnen kann, ja, dass man da vollkommen in Gefangen ist. Und das ist hier anscheinend bei der orthodoxen Kirche, wie wir jetzt gerade eben hier lesen, ganz genau dasselbe. Also die beiden gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Ja. Der Hauptgrund ist wohl, dass die griechische Kirche in ihrer besonderen russischen Gestalt auf das Engste mit dem Staat und der Nationalität verknüpft ist. Tausende und Abertausende, die weder von der Kirche noch überhaupt vom Christentum etwas halten, sind fanatische Anhänger der Staatskirche und fanatische Feinde der evangelischen Freiheit, weil die etwas Westeuropäisches ist. Die evangelischen Strömungen in der russischen Kirche reißen Millionen mit sich fort, wie namentlich die stundistische. Aber die große Masse des Volkes bleibt in der alten Kirche. Ja, selbst die evangelisch gesinnten Stundisten werden doch noch immer als Orthodoxe mitgezählt, weil eben aus der Staatskirche niemand austreten kann. Das macht den Punkt nochmal. Ein sehr wesentliches Moment dabei ist, dass die Verbreitung evangelischer Ideen niemals vom Klerus ausgeht, sondern immer nur vom Laien. Der Pope, das ist also eine veraltete umgangssprachliche Bezeichnung aus dem Russischen für einen orthodoxen Priester, der Pope rechnet auch die Abgefallenen ruhig zu seiner Gemeinde. Und kommen seine Beichtkinder nicht zu den gesetzmäßigen Fristen zur Kommunion, hatten wir ja schon drüber gesprochen, so wird er sich hüten, das irgendjemand zu offenbaren, am wenigsten der Obrigkeit. Die Geistlichen werden in geistlichen Seminarien erzogen, die als Brutstätten des Nihilismus, da habe ich einen Link zu beigefügt, bekannt sind. Eine Minderheit besucht die geistliche Akademie, in der etwas Theologie, natürlich auch ohne Wissenschaftlichkeit und Freiheit, gelehrt wird. Aber hier ist wenigstens die Gelegenheit gegeben, eine höhere Bildung zu erwerben. Der gewöhnliche Pope vergisst unter den Mühen der Kümmer und Kümmernissen seines Amtes bald, was er im Seminar vielleicht gelernt hat. Die Lage der Popen ist eine überaus klägliche. Vor Nahrungssorgen vergeht ihnen die Lust zur Seelsorge. Der Pope ist gezwungen, aus seinen Amtshandlungen einen möglichst hohen Preis herauszuschlagen. Und bei der Mehrzahl ist der Branntwein der höchste Genuss. Heute wissen wir ja, dass die Russen gern dem Wodka zusprechen. Ne? Als mich einmal ein gebildeter und patriotisch gesinnter Russe bat, ich solle ihm aufrichtig meine Meinung über den Weg sagen, auf welchem man zu einer Besserung der russischen Zustände kommen könne, antwortete ich, nur durch eine Reformation der russischen Kirche. Das ist unmöglich, antwortete er mir. Das ist unmöglich. Dazu ist die Kirche nicht imstande. Ja, und dieselbe Reformation, meine lieben Brüder und Schwestern, ist in der westlichen katholischen Kirche auch nicht möglich. Die Kirche ist da auch nicht zu imstande. Die Kirche ist semper eadem, sie ist unveränderlich. Sie ist unveränderlich in ihren Dogmen, sie ist unveränderlich in ihren Lügen, sie ist unveränderlich in ihrer Verfolgung, sie ist unveränderlich in allem, was sie tut und was sie sagt, und das seit sie besteht bis zum Ende. Weil die Lüge kann nur bestehen bleiben, wenn sie persistent ist, also wenn sie immer wieder benachdrückt, so und so ist es, und wenn sie dabei bleibt. Wenn sie ständig umfällt, dann glaubt ihr ja keiner mehr. Und Reformation, man kann eine römisch-katholische oder auch eine griechisch-orthodoxe Kirche nicht reformieren. Reformieren würde ja heißen, dass irgendetwas bei denen in der Wurzel doch zumindest christlich ist. Das Problem ist, dass die Wurzel des Katholizismus nicht christlich ist, sondern das Christentum wurde den heidnischen Wurzeln übergestülpt. Das heißt, die Wurzeln dieser Kirchen sind heidnisch und nicht christlich. Und deswegen kann man sie auch nicht reformieren. Man kann da nur rauskommen, man kann da nur austreten. Deswegen sagt Gott ja ganz deutlich in Offenbarung Kapitel 18, Vers 4, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht empfängt von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel.
Und Gott erinnert sich ihrer Übertretung. Ja? Das ist die Kirche des Satan. Es hat im Grunde niemals eine Reform gegeben. Der Name Reformation ist, soweit ich ihn im Augenblick verstehe, nachdem ich das die ganzen Jahre jetzt studiert habe, der Name Reformation ist eigentlich von der römisch-katholischen Kirche den Abtrünnigen gegeben, die eben aus ihr herausgekommen sind. Und diese Abtrünnigen wurden dann im Konzil von Trient in der 17. Sitzung auch noch als Rebellen erklärt. Als nämlich die römisch-katholische Kirche durch den Erzbischof von Reggio behauptete, dass die ganzen sogenannten Protestanten nichts weiter seien als Rebellen, weil sie nämlich den Sonntag halten, für den es keine weitere Rechtfertigung gibt, außer die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Da sie nicht am Sabbat festhalten, sind sie nur Rebellen. Das ist in der 17. Sitzung dort passiert. Könnt ihr alles gerne selber mal nachforschen. Ist nicht so leicht. Unterlagen dafür gibt es auch nicht viele. Ich habe das in Englisch vor vielen, vielen Jahren bereits gemacht. Ich glaube, 2014 habe ich da Sendung darüber gemacht. Und wer Englisch kann, der sollte sich die Spielliste angucken. Nothing but the Truth, also das war der Vorläufer von Hour of the Truth oder Stunde der Wahrheit, wie es in Deutsch heißt. Nichts als die Wahrheit. Da habe ich eine Sendung gemacht von über 3 Stunden oder gut 3 Stunden Länge. The Sabbath Question, why didn't the Reformers go all the way? Also die Sabbatfrage, warum sind die Reformer nicht den ganzen Weg gegangen? Und da wird unter anderem auch dieses Papier besprochen von dem Erzbischof von Reggio aus der 17. Sitzung aus dem Konzil von Trient. Nun, wenn ihr euch die Sitzungsprotokolle des Konzils von Trient anguckt, dann werdet ihr die 17. Sitzung komischerweise so gut wie nicht finden. Warum? Ja, weil Rom eben manche Dinge gerne hinterher verbirgt, aber gesagt worden ist es da. Außerdem ist es logisch. Ja? Reformation hat nie stattgefunden. Es gibt keine Reformation. Man kann die römisch-katholische Kirche nicht räumen. Man kann nur, wie Gott sagt, da rauskommen. Abgesehen davon gibt es sowieso keine Kirche, weil alles, was Kirche ist, ist sowieso nur Spuk und Wahnsinn und unbiblisch, weil im Neuen Testament gibt es keine Kirche in dem Sinne, wie wir sie als Kirche heutzutage kennen. Irgendeine organisierte Denomination, sei sie jetzt römisch-katholisch, sei sie russisch-orthodoxes, griechisch-orthodoxes, sei sie Baptist oder sei sie Siebentags-Adventist oder was auch immer. Alles, was sich da Kirche nennt, das gibt es im Neuen Testament nicht. Und wenn man das Neue Testament wirklich mit eigenen Augen gut gelesen und verstanden hat, dann wird man verstehen, dass das, was Martin Luther sagt in seinem Buch Gegen das Papsttum zum Teufel gestiftet, was ich auf meinem Kanal auch gelesen habe, dass wir alle Priester sind. Ja? Es gibt da keine Hierarchie. Wir sind alle auf einer Ebene und Jesus ist unser Herr. Und es gibt keine Kirchen und keine Organisationen mit irgendwelchen Superintendenten und wie sie alle nennen, da wie wir in der letzten Sendung von Moderne Kriege ja besprochen hatten. Also letzte Sendung, ich spreche jetzt, die Aufnahme heute ist am 28. September, ich spreche jetzt von der Aufnahme von letzter Woche. Also das ist dann erschienen Anfang Oktober, glaube ich, müsste mal gucken, das ist die Sendung, die ich meine. Wanka Stanka ist die Sendung. Hat einen einfachen Titel, kann man sich merken. Die römisch-katholische Kirche, wie auch die griechisch-orthodoxe oder die russisch-orthodoxe Kirche, ist nicht zu reformieren. Abschaffen muss man sie, weil alle diese Kirchen sind komplett unbiblisch. Ja, es gibt eine, wie möchte ich das jetzt nennen, Ekklesia, ja, das ist ja das griechische Wort aus dem Neuen Testament, was für Kirche gebraucht wird. Es gibt eine Gemeinschaft von Gläubigen. Und Jesus Christus hat zu dieser Gemeinschaft der Gläubigen im Neuen Testament gesagt, wo immer 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, in deren Mitte werde ich sein. Da wird er anwesend sein, durch den Heiligen Geist. Ja? Das heißt, wenn man im Namen Jesu Christi zusammenkommt, dann wird diese Gemeinschaft von 2 oder 3 Menschen durch den Heiligen Geist im Bibelstudium auch in die Wahrheit durch die Bibel geleitet. Das ist unzweifelhaft so. Und das haben auch viele, 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 viele Menschen in der Vergangenheit und auch heute und auch wohl auch in der Zukunft erfahren, dass das so ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man sich zu 200, 300 oder 2000, 3000 Leuten in der Kirche oder irgendwie unter einem bestimmten Namen dann zusammenschließt und sich einen Namen gibt und sagt von, und das ist jetzt hier die Kirche. Ja? Der Autor sagt, dass die, oder besser gesagt, dieser
Gesprächspartner hier, ne, wenn wir das hier sagen, also wie sagte das hier, als mich einmal ein gebildeter und patriotisch gesinnter Russe bat, ich solle ihm aufrichtig meine Meinung über den Weg sagen, auf welchem man zu einer Besserung der russischen Zustände kommen könnte, antwortete ich nur durch eine Reformation der russischen Kirche. Und er sagt, das ist unmöglich, dazu ist die Kirche nicht imstande. Und da hat diese Person 100% recht. Die Kirche ist da nicht so imstande, auf der einen Seite. Und sie ist da auch vor allen Dingen deswegen nicht imstande, auf der anderen Seite, weil es eben eine Unmöglichkeit ist. Etwas, was es nicht geben kann. Eigentlich nach dem Evangelium, nach dem Neuen Testament, kann sich doch auch nicht verändern. Oder kann sich immer nur verändern in ihrer eigenen Lüge. Das ganze Kirchensystem, das wir weltweit haben, existiert ja nur wegen der Lüge nach dem Motto, wir brauchen hier eine Kirche. Das Wort Ekklesia aus dem Griechischen wird hier total verkehrt gebraucht. Und wenn man sich mal daran erinnert, wie es dann im Alten Testament war, um da mal eben kurz drauf einzugehen, Jesus Christus ist ja auch während seines Ministeriums hier auf der Erde auch in die Synagoge gegangen. Er ist nicht in die Kirche gegangen, er ist in die Synagoge gegangen. Was haben sie dort gemacht? Wir haben dort nachgelesen, dass dort in der Kirche gelesen wurde, oder in der Synagoge, Entschuldigung, dass in der Synagoge gelesen wurde. Es wurde die Schrift gelesen, ja? Die Menschen wurden vertraut gemacht mit dem Wort Gottes. Na, dann geht doch mal in eine Kirche heutzutage hier auf dieser Erde und schaut mal, wo da die Schrift gelesen wird. Ja, vielleicht werden hier und da ein paar Bibelzitate genommen und diese Bibelzitate werden besprochen, weil der Priester oder der Pastor oder der Reverend oder wer auch immer da vorne steht, da einen Auftrag zu hat, bestimmte Dinge aus der Bibel zu verdrehen nach seiner Meinung nach und macht damit dann seine Predigt, die er macht. Aber die Bibel wird da doch nicht wirklich studiert. Zeig mir mal eine Kirche, wo das passiert. Das war damals in der Synagoge so. In der Synagoge hat man sich getroffen. Das war ein Treffpunkt. Ein Treffpunkt unter Gleichgesinnten, um das Wort Gottes zu studieren. Sowas gibt es heute nicht. Da gibt es keine einzige Kirche. Aber wenn man zwei oder drei Menschen hat, die das tun, die sich treffen und die dann die Bibel bei sich halten und das Wort Gottes im Beisein der Bibel mit zweien oder dreien, die untereinander verstehen, studieren, dann werden die Leute auch in die Wahrheit geleitet. Und das ist wahre, wenn überhaupt das Wort zu gebrauchen ist, Kirche. Alles andere ist eine Wunschvorstellung des Satan. Der Satan hat natürlich nicht lieber, als dass die Menschen sich in solchen Kirchen organisieren, da alle zusammenkommen und er überall den gleichen Fehler lehren kann. Wenn man die Bibel richtig gelesen hat, dann muss man doch verstehen, dass eine Kirche, die von einem Priester geleitet wird, nicht biblisch ist. In der Bibel steht ganz klar drin, dass es Bischöfe gibt, ja. Aber diese Bischöfe sind ältere und sie sind ältere und vor allen Dingen weisere Menschen, weil sie länger und tiefer als jeder andere in dieser Gemeinschaft die Bibel studiert haben. Und der hat einen gewissen Respekt, den man ihm entgegenbringt. Und deswegen gibt man ihm den Titel Bischof, aber er steht nicht über den anderen. Ganz im Gegenteil. Er ist genauso gleich wie die anderen. Nur Christus steht oben drüber. Christus ist das Haupt der Kirche. Das Haupt von Christus ist Gott. Und Christus ist das Haupt des Mannes. Und der Mann steht über der Frau. Das ist eben die biblische Hierarchie. Ob wir das jetzt gerne haben oder nicht. Aber so ist es immer gewesen und so wird es immer sein. Und wenn wir uns Gottes Gesetzen unterwerfen wollen, dann müssen wir auch nach diesen Gesetzen leben. Nur wenn ich unter jemandem stehe, heißt das nicht, dass ich Macht habe, die ich missbrauchen kann. Und da fangen wir jetzt gar nicht erst darüber an, groß zu diskutieren, wie Männer in dieser Welt ihre Macht gegenüber Frauen, die sie oftmals nur meinen zu haben und nicht wirklich haben, missbrauchen. Da spreche ich gar nicht drüber. Das ist nicht biblisch. Das hat damit auch überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, dass der Mann das Haupt der Frau ist im geistigen Sinne. Dass die Frau ihre geistliche Lehre vom Mann empfängt und nicht andersrum. Also, was seid ihr dann in der evangelischen Kirche, wo dann eine Pastorin oder eine Intendantin oder was weiß ich, wie die sich schimpfen da, oder sogar Bischöfin oder was weiß ich alles sind? Frauen, die lehren. In der Kirche? Aus der Kirche könnt ihr nur rauskommen.
Und dieser einzige kleine Satz in diesem Buch sagt es ganz deutlich: Die Kirche ist nicht imstande, diese Reformation zuzuführen. Dazu ist die Kirche nicht imstande. Ja, nein, ist sie nicht. Eine Unmöglichkeit. Wie es mit den Versuchen, evangelischen Geist in der russischen Kirche zu erwecken, geht, davon erzählt Dalton einige Beispiele. Und hier sind dann auch in Fußnoten Informationen beigefügt, wie hier zum Beispiel sagt, dass Daltons Schriften über die russische Kirche, über die evangelische Kirche in Russland, über evangelische Strömungen in der russischen Kirche begründen das hier mitgeteilte tiefer und weiter. Also müsste man die Werke von Dalton sich anschauen. Im April 1875 kam in einem deutschen Pastorate in Petersburg eine kleine Zahl von Männern und Frauen zusammen, eine Traktatgesellschaft für Russland ins Leben zu rufen, unter ihnen der tatkräftige Geschäftsführer der englischen Traktatgesellschaft, Reverend Craig, Lord Radstock, Oberst Patschoff und andere. Die Traktatgesellschaft, ja, da habe ich euch Links zugetan, die ihr euch dann gerne mal anschauen könnt über die Tracts for the Times und die Literaturtraktate, die damals herausgegeben wurden, auch von den Bibelgesellschaften, die bereits 100 Jahre zuvor, also bereits Ende des 18. Jahrhunderts, effektiv waren. Ja? Bei der ersten Sitzung kamen über 40.000 Mark zusammen. Es wurde eine große Anzahl von Traktaten mehr oder weniger gut ins Russische übersetzt und unter dem Volke verbreitet. Zu Hunderttausenden wurden die Schriftchen, namentlich im südlichen Russland, wo zahlreiche Stundistengemeinden ihr gedrücktes Dasein führen, ausgeteilt. Der evangelische Inhalt zog die Bauern, die dergleichen von ihren Popen niemals gehört hatten, lebhaft an. Das ist also genau wie zur Zeit der sogenannten Reformation, die Bauern und zu Zeiten von Luther. Ne? Hochgestellte Würdenträger der russischen Kirche, wo stehen die bitte schön in der Bibel, versuchten dem entgegenzuwirken, indem sie Flugschriften mit entgegengesetztem Inhalt in Massen unter das Volk ausgehen ließen. Dieses Bemühen wurde bald als nutzlos aufgegeben, weil weder der Inhalt noch die Ausdrucksform dem russischen Volkstum entsprach. Es war ein Schlag ins Wasser. Daher vereinfachte man die Kampfesweise. Man verbot den weiteren Druck der evangelischen Flugschriften. Also, wenn ich sie nicht widerlegen kann, dann verbiete ich sie eben einfach, ne? Eine andere Strömung ging von dem berühmten Schriftsteller Grafen Leo Tolstoi aus. Nach verschiedenen Wandlungen seiner Weltanschauung richtete sich das Interesse Tolstois auf das Neue Testament und in demselben besonders auf die Bergpredigt. Einzelne Sätze aus derselben schienen ihm die Summe des Christentums zu enthalten. Auch die Stellen der Heiligen Schrift, in denen Gott als die Liebe dargestellt wird, ergriffen ihn machtvoll. So zimmerte er sich ein undeutliches System zurecht, in dem der Hauptsatz ist: Gott ist die Liebe. Eine Formulierung dieses Gedankens enthält der Satz: Mein Hauptgedanke ist, dass Liebe in anderen Liebe hervorruft. Gott, der in dir erwacht ist, erweckt den Gott auch in den anderen Menschen. Ende Zitat. Ja, die Liebe ist Gott. Und liebe nur, liebe den, der dir wehe getan hat, den du verurteilt nicht geliebt hattest. Und alles das, was seine Seele vor dir verbarg, wird verschwinden, und wie ein klares Wasser wirst du auf dem Grunde seiner Seele das göttliche Wesen der Liebe erblicken, und du wirst es gar nicht nötig haben, ihm zu verzeihen, wirst es gar nicht können. Du wirst nur dir selbst zu verzeihen haben, dass du nicht Gott in dem er war, geliebt hast und wegen deiner Nichtliebe ihn nicht gesehen hast. Ende Zitat. Es liegt ein verschwommener Pantheismus darin, das ist ganz richtig. Und damit hängt eine Reihe von Forderungen zusammen, deren Summe er so zusammenfasst mit den Worten, Zitat: Widerstehe nicht dem Übel. Ach nee? Das hat mit dem Erlösungswerk Christi und dem Evangelium wenig zu tun. Ein Reformator der Kirche kann Tolstoi niemals werden. So viel aber erkennt auch der Bauer aus seinen hochverbotenen und dennoch vielgelesenen Schriften.
Hier wird ein ganz anderer Ton angestimmt, wie in der weihraucherfüllten Kirche, wo der Priester und die Bilder der Heiligen, die düsteren Gesänge und die unverstandenen Gebete das Herz kalt lassen. Darum hat der Heilige Synod, die oberste geistliche Behörde, die Gefahr, die in diesen Schriften des einsamen Philosophen liegt, erkannt und Tolstoi förmlich durch Bannspruch aus der Kirche ausgeschlossen, ein Verfahren, welches insofern die größte Beachtung verdient, als die vom Gesetz vorgeschriebene Strafe für Opposition gegen die Kirche sonst weltlicher Art ist: Gefängnis, Zuchthaus, Ruten. Gegen einen so vornehmen und so berühmten Ketzer wagte man nicht, das Gesetz in Anwendung zu bringen. Geringere Personen aber, die ihm zufielen oder der sogenannte Stunde, also Stundisten, angehören, haben oft genug die angegebenen Kriminalstrafen erlitten. Nun, ich denke, dass das für eine Einleitung dieses Buches genug ist, zumal ich auch eine ganze Menge anderer Erklärungen, die ich doch nötig fand, hierbei abgegeben habe. Es ist doch wunderbar, wie die Dinge immer so wunderbar zusammenkommen, wie Gott das immer regelt, dass ich jetzt gerade eben seit 2 Tagen dieses Buch in der Hand halte, die geheimen Konfessionen an einen Priester, und dass wir da eine Bestätigung finden, dass in der römisch-katholischen Kirche genau dasselbe gehandhabt wird wie in der orthodoxen Kirche, dass wir dadurch sehen, dass eben beide katholisch sind, beide dieselben Wurzeln haben und beide denselben Geist haben, von dem sie geführt sind. Mehr über diese Kirchen und dann über den Protestantismus und vor allen Dingen den Stoizismus und die Duburgoren und ähnliche Vereinigungen und auch über den Proto-Donestsov, der ja die Verfolgung darüber eingeleitet hat, werden wir uns in der nächsten Sendung anschauen. Und ich habe geplant, dieses Video auf dem Hauptkanal zu veröffentlichen, um hoffentlich hier mit Interesse zu wecken, dass Sie dann, diejenigen, die das Interesse haben, auf dem rein deutschen Kanal die Lesung folgen, wo um die 14 Tage, solange Marius noch immer mit dem Vatikan das 20. Jahrhundertbuch beschäftigt ist, ein Video veröffentlicht wird. Und vielleicht bleibt es danach bei um die 14 Tage, vielleicht wird es dann um die Woche, ich muss das sehen. Aber da werden Videos veröffentlicht und ihr könnt diese ganze Buchlesung auf dem rein deutschen Kanal verfolgen. Der Link ist natürlich in der Beschreibungsbox, den kennt ihr. Und abonniert den Kanal, dann bekommt ihr eben auch die Benachrichtigung, wenn ich da ein Video veröffentliche. Ne? Ich mache jetzt ganz große Werbung, ne? Den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Oder behaltet das einfach im Auge. Ich meine, auch ohne solche Hilfswerke, ich meine, wir sind Christen, oder? Wir sollten uns doch gerufen fühlen, solche Dinge gerne verfolgen zu wollen und anschauen zu wollen. Ich brauche nicht so viel, ich brauche keine extra Abonnenten, ich brauche keine Leute, die sich die Videos anschauen. Ich mache das für Menschen, die zu Christus finden wollen und die den einzig wahren Vater im Himmel anbeten wollen, die nach Johannes Kapitel 17,3 leben wollen, wo Jesus gesagt hat, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und damit möchte ich die Lesung für heute beenden. Shalom, Maranatha.